Unser heutiges Lipolytic-Interview findet statt in Mannheim bei Dr. Henning Rüssel. Er operiert auch schon seit einigen Jahren Lipödem-Patienten und da steigen wir auch direkt ein und befragen ihn erstmal, wie viele Jahre das sind. Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, sehr gerne. Wie viel Erfahrung ist denn jetzt schon so, sage ich mal, auf dem Kerbholz, was Operationen mit Lipödem-Patienten angeht? Ja. Also ich operiere seit circa 8 Jahren Lipödem-Patienten und bin jetzt seit 5 Jahren ja in der Praxissituation. In den letzten 5 Jahren hat es dadurch nochmal deutlich zugenommen. Wir sehen circa 80 bis 120 Lipödem-Patienten im Jahr und operieren in der Woche zwischen 2 und 4 Lipödem-Patienten. Okay, also doch schon auch bemerkbar, dass es immer stetig mehr wird, dass mehr Lipödem-Patienten kommen als vielleicht vor 3, 4 Jahren. Genau, genau. Okay, was ist Ihnen aufgefallen in der Behandlung mit Lipödem-Patienten? Was ist das, wo die Patientinnen das meiste Leid haben oder wenn sie zu Ihnen in die Praxis kommen, wie geht das meistens los? Wie sieht so ein Beschwerdeportfolio aus von den Patienten? Die Beschwerden, die natürlich im Vordergrund stehen, sind die Schmerzen und das Spannungsgefühl. Die meisten Patientinnen kommen dann doch und sagen, die Schwere der Beine, die Schmerzen, sie können Dinge des ganz normalen Alltags nicht mehr tun, die sie früher tun konnten. Sportliche Aktivität oder am Wochenende auch mal mehrere Stunden einfach durch die Stadt bummeln, ist ja dann doch häufig überhaupt nicht mehr möglich. Und dann ist eben der Punkt, bis sie bei mir sind, sind ja doch auch schon viele Versuche dann meistens gestartet. Das heißt, die Diäten natürlich, die leider dann in aller Regel nicht geholfen haben. Die Kompression, die es etwas erleichtert, aber natürlich auch das Voranschreiten nicht eindämmen kann. Die Lymphdrainage, die das Gewebe etwas weicher sein lässt, aber eben auch nicht zu einem Stillstand der Erkrankung führt. Und dann ist natürlich immer der Wunsch da, wie bekomme ich die Schmerzen in den Griff, wie bekomme ich das Spannungsgefühl in den Griff. Ganz häufig kommt dann natürlich der Satz, ich bin noch so jung und habe eigentlich Beine wie eine alte Frau und habe Beschwerden wie eine alte Frau. Und das ist genau der Punkt, wo wir natürlich auch ansetzen. Ja, dass man auch gerade diese Patienten wieder zurück ins Leben holt. Ganz genau. Dass sie sich einfach ihrem Alter entsprechend auch wieder aktiv bewegen können im Alltag. Und ich denke, es ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, Arbeitsfähigkeit zum Beispiel. Ja. Viele Patientinnen mit Anfang, Mitte 20 haben so starke Schmerzen, dass sie sagen, ich muss umschulen, ich kann meinem Beruf in der gewohnten Weise nicht mehr nachgehen, ich kann meine Kinder nicht versorgen. Ganz, ganz oft hören wir natürlich gerade bei den jungen Patientinnen, ich habe 2 kleine Kinder, ich kann mich nicht hinknien, ich kann mit denen nicht spielen. Ja. Das ist ja wirklich dramatisch, weil man kann ganz normale Dinge des Alltags, die sonst jeder Mensch, jede Mutter gerne mit den Kindern auch tut oder sonst auch im Berufsleben man natürlich tun möchte, nicht mehr tun. Ja. Und das ist ja schon wirklich ein sehr drastischer Einschnitt in der in der Lebensqualität und im Alltag. Ja, das stimmt. Zu der Behandlung des Lipödems haben Sie eben schon aufgeführt, Lymphdrainagen, die Kompression und dazu gehört natürlich auch Bewegung, Sport, Ernährung ist ziemlich wichtig. Kommen wir direkt zu Lipolytic. Wie bewerten Sie denn das Bewegungssystem, was wir nun entwickelt haben, extra für primär für Lipödem-Patienten zugeschnitten? Ja, das ist eine sehr gute Kombination, weil es eben zum einen rein jetzt mal von der Durchführung der Übungen ist es gut nachvollziehbar. Man hat verschiedene Übungssequenzen, auch einmal die Variante eben mit einer Bodenmatte, aber auch die stehenden Varianten. Sehr großer Vorteil ist sicherlich, dass es abrufbare Videos gibt. Das heißt, man hat nicht mehr das Problem, ich bin an gewisse Kurszeiten gebunden. Ja. Wir haben früher viel den Patienten auch empfohlen, zum Beispiel Wassersport zu machen. Und dann war aber eben immer wieder das Problem, den Kurs gibt es bei mir nicht mehr. Ich kann zu der und der Zeit, wo eben der Wassersport angeboten ist, kann ich das nicht wahrnehmen. Und hier haben wir natürlich eine exzellente Variante, um ein sehr schlüssiges Konzept umzusetzen. Und das ist dann auch noch ansteuerbar zu im Prinzip jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, genau. So wie es einem gerade in den Tagesablauf passt. Genau, richtig. Ja. Zu dem System selbst von den Bewegungen, wo sehen Sie die einschneidendsten Unterschiede zu, sage ich mal, einem normalen
Sportkurs oder Fitnessstudio oder dergleichen? Naja, die Fitnessstudio-Kurse sind häufig wenig physiologisch angelegt, sind häufig nicht gerade gelenkschonend angelehnt. Und da haben wir natürlich ein großes Problem. Wir hatten es gerade davon, Korrelation, Lipödem und Adipositas. Ja. Das heißt, ich brauche unbedingt natürlich ein System, wo ich gelenkschonend vorangehe, weil bei einem gewissen Übergewicht, wenn man dann noch zu Lasten der Gelenke Übungen macht, dann ist das natürlich nicht besonders förderlich. Ja. Und das ist ja auch das, was die Patienten berichten. Sie sagen, sie haben eben keine Probleme, sie haben nicht die typischen Rückenbeschwerden oder Kniebeschwerden, wenn sie diese Übungen machen, was das Ganze natürlich wesentlich einfacher macht. Ja. Und dann wird es natürlich auch vollzogen, wenn der Patient mit einem Bewegungsprogramm ständig Schmerzen hat, dann lässt das ganz einfach bleiben. Ja. Ja? Und das haben wir hier eben nicht. Genau. Und zudem auch noch unser stufenweise, dass wir so arbeiten, dass wir natürlich auch wirklich sanft einsteigen und es mit der Zeit auch anspruchsvoller und schwieriger wird, aber der Patient natürlich von Anfang an erstmal in der Lage ist, überhaupt mitzumachen und nicht irgendwie demotiviert wird, weil es zu anstrengend ist, wie vielleicht irgendein Kurs, wo man merkt, das ist eigentlich schon viel zu fortgeschritten. Genau, man kann ja letztendlich kann man ja beliebig seinem Belastungsniveau entsprechend einsteigen und das Ganze dann entsprechend aufbauen. Ja, super. Super schön zusammengefasst. Mir fällt jetzt erstmal keine Frage ein. Haben Sie noch eine Frage zum System? Wir hatten vorhin ja schon angesprochen auch die lymphunterstützenden Maßnahmen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz wesentlicher Faktor, weil wir brauchen natürlich auch immer ein System, was den Lymphabfluss fördert. Richtig. Ja. Und das ist natürlich dann auch ein großer Vorteil, wenn wir Übungen haben, die das Lymphsystem unterstützen, den Lymphabfluss unterstützen. Das kann man sonst in großem Umfang auch wiederum eigentlich nur mit Übungen im Wasser erzielen. Ja. Was, hatten wir es auch schon davon, ein deutlich höherer Aufwand ist und für viele Patienten nicht umsetzbar, muss man leider sagen. Der Mensch leider auch nicht im Wasser lebt. Auch wenn, das nicht. Wenn Wasser sehr schön ist, auch wenn Wasser sehr schön ist. Effekt, aber genau, aber ganz realistisch, also ich habe, glaube ich, keine einzige Patientin, die mehr als 2 Termine pro Woche mit Wassersport realisieren kann. Ja. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, also wenn man will, täglich. Man kann es täglich. Man kann es. Wenn es nur 20 Minuten sind. Ja, und man kann auch eine Sequenz mal morgens und eine am späten Nachmittag oder am Abend noch machen. Und das bringt natürlich eine extreme Flexibilität und man kann jederzeit einsteigen, kann das Programm fortsetzen, kann darauf aufbauen, hat natürlich eine extreme Flexibilität, die wir eben da auch brauchen. Mhm. Weil das ist auch wieder das Thema, Patienten haben sowieso 2-mal in der Woche in aller Regel ihren Lymphdrainagetermin und dann kommt häufig die Frage, wann soll ich denn jetzt noch in ein Sportprogramm? Ja. Und das können sie eben schön zu Hause machen, zu einer beliebigen Zeit. Richtig. Und für die vielleicht doch den sozialen Kontakt suchen, sind wir dabei, Trainer und Therapeuten auszubilden und in der Zukunft dann auch vor Ort mal lokal gewisse Kurse anbieten zu können dadurch. Ja. Ja, super, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass auch hier nun Lipödem-Patientinnen mit Lipolytik betreut werden in Mannheim in der Klinik von Dr. Rüssel. Und ja, an euch, let's Lipolytik.